Sehr mein gut. Hafen mag auf euch ungeschützt wirken, doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Wir könnten sogar eine orientalische Festung bauen, hätten wir 1400 Gesandte. Orientalischer Brunnen ist, glaube ich, nicht so wichtig, aber schön. Auch das steht zur Verfügung. Ich will mich aber erstmal um die Moschee kümmern, Allah, dass die hier glücklich sind. Allah hat meine Gebete erhört. Es geht uns besser als je zuvor. Na, das freut mich. Das macht mich glücklich, das finde ich gut. Erstmal zurück zur Waldglashütte. So, die können wir einfach mal hier hinbamseln. Sehr schön. Und damit auf zur Glasproduktion. Die bekommt jetzt Quarz und Waldglas. Wie auch immer Waldglas funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Bärenstein dafür nutzen oder wie das Ganze aussieht. Müssen wir gucken. Kultivierungsphase läuft, ja. Und jetzt fängt er an zu produzieren. Zur Not mache ich jetzt auch nochmal einen Weg hier runter, dass Waldglas eingeliefert werden kann, falls wir doch zu viel produzieren. Aber das läuft. Glas bekommen wir demnächst auch. 299. Aber jetzt möchte ich den Ruhm auch sammeln. Ah, ihr seid zurück. Ja. Denn wir haben erstmal nichts, was wir sonst weiter brauchen. Indigo und so, da gucken wir später nach. Jetzt will ich erst einmal, wo ist das Schiff? Da. Pass auf, du kriegst jetzt mal Holz mit. Das wird ja hier nachproduziert. Und holst dir bei Al-Sair noch Werkzeug. Und dann gucken wir uns nach einer Insel um, die Indigo hat. Und Seide. So wie hier zum Beispiel. Hier ist ein guter Ort. Hier oben nicht. Aber hier gibt's Kaffee. Für die Gesandten nachher. Und Zuckerrohr. Datteln auch. Hier gibt's wieder Ton. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwo eine Insel ist. Hier werde ich garantiert nicht hingehen, auch wenn Indigo und... Was ist das? Mandeln. Das ist alles... Das sind nachher alles Sondergüter, mit denen man ein bisschen mehr Geld rauskriegt. So wie Gold und Quarz nicht, aber... All der Rest. Hier, Kupfer. Oh, es wird noch interessant. Das wird noch spannend. Ich hoffe, dass wir so weit überhaupt kommen. Wir sind jetzt bei nicht mal 2500 Bürgern. Müsste eigentlich noch ziemlich lange gehen. Wir brauchen auch mehr Gebäude, ja. Ich riskiere es einfach mal. Baue dann auch gleich nochmal eine Fischerhütte, dass da die Produktion sicher ist. So, du hast keine Gemeinschaft und keinen Glauben. Ah, wenn du deinen Glauben verloren hast, dann ist vorbei, mein Freund. Okay. Die sind auch angeschlossen, die steigen weiter auf. Hier hinten fehlt es auch an nichts, ihr entwickelt euch einfach nur nicht. Meinetwegen ist eure Entscheidung. Gut, eine neue Fischerhütte. Setze ich hier unten noch mit ran. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Holst du auch ab? Das möchte ich jetzt gerne. Ja, der holt auch ab. Das ist wirklich wie ein Kontor. Gefällt mir. Finde ich gut. Soll er weitermachen? Hier werden wir nichts weiter aufstufen von den Märkten. Das kommt später erst. Du wirst nicht abgeholt, dein Lager ist voll, alles gut. Hier wird ordentlich Bier gebraut. Wie sieht's aus mit den Waren? Da gucken wir jetzt auch nochmal rüber. Fisch, seht ihr, wird sowieso schon weniger. Gut, dass wir eine neue Fischerhütte gebaut haben. Most ist noch in Ordnung. Die hier sind auch eigentlich in Ordnung. Die sind noch immer fast auf Maximum. Seile in unseren müssten wir... Werften vollbringen die Schiffsbauer wahre Wunder. Toll. Seile müssten wir langsamer produzieren. Das bleibt konstant. Wir haben auch Waffen, die wir produzieren. Aber die Waffen, wenn die voll sind, wird das hier auch wieder weiter steigen. Also die Waffen, da werde ich ja nicht nachproduzieren. Und die sind jetzt auf Maximum. Das heißt, das hier wird wieder voll. Dann haben wir Glas.
Bier. Bier weiß ich nicht. Ist länger da als Lederwämser und ist trotzdem nicht so hoch. Da müssten wir eventuell nochmal für sorgen, dass das wieder mehr wird. Ja. Und ansonsten, Gewürze sind noch konstant oben. Also bisher ist die Versorgung ausreichend. Um Bier müssten wir uns noch kümmern und vielleicht Gewürze. Ja, aber da können wir hier unten noch ein bisschen was ranbauen. Da können wir nochmal einen Kräutergarten machen zusammen mit Getreide und einer Brauerei. Und dann klappt das auch. Schön. Aber wir haben ja auch erst die Hälfte von dem, was wir erreichen müssen. 5000 Bürger müssen in unserer Stadt wohnen. Und von daher, das wird nicht einfach. Hier ist noch alles gut. Wieder auffüllen. So. So schnell kann es gehen. Kostet jede Menge Geld, jede Menge Kohle, die wir im Moment auch gar nicht so sehr haben. Ich baue hier immer ohne Ende, aber ob das so gesund ist, weiß ich nicht. Wir werden hier nachher noch eine Kapelle hinsetzen, damit wir uns weiter nach da ausweiten können. Ich baue schon mal die nächsten Gebäude. Okay, jetzt fehlt es wieder an Holz. Das ist ganz klar, denn immerhin gibt es jede Menge Papier dort oben, das hergestellt wird. Und obwohl 4 Holzfäller dabei sind, werden die sich wahrscheinlich so einiges aus dem Lager holen. Heißt, noch ein Holzfäller. Ja, gehen wir dahin. So. Das gefällt mir. Ja, mir auch. Dankeschön fürs Werkzeug. Hier oben können wir das auch so langsam wirklich gebrauchen. Auch wenn wir natürlich eine eigene Produktion haben, ist die nicht ausreichend. Lederwämser haben ein Problem, weil sie nicht abgeholt werden. Ja, die sind voll. Das ist ganz gut so. Sehnt sich nach Gemeinschaft. Ach ja, ein Weg. Ups, Spielstand gespeichert. Okay. Jo, weitere Gebäude müssen her. Ihr entwickelt euch mal bitte kurzzeitig nicht. Braucht mal kurz das Holz. Ihr könnt euch nachher selbstständig wieder weiterentwickeln. Salam alaikum. Es ist ja, genau. Mir wie immer eine Ehre. Mir auch. Genügend Papier müssten wir jetzt demnächst haben. Dann brauchen wir noch Indigo für die Farbe für die Bücher. Buh. Wäre also doch nicht verkehrt gewesen, das unten hinzustellen. Mit der Papierwerkstatt. Ach, was soll's. Es ist jetzt oben. Da müssen wir durch. Okay, wir haben wieder genug Holz. So, so und so. Okay, dann brauchen wir einen neuen Dorfplatz. Den setze ich jetzt mal hier hin. Und dementsprechend auch eine Kapelle, die alle anderen im Einzugsgebiet hat. Gut, ihr dürft euch weiterentwickeln. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Später bekommt ihr dann auch noch eine neue Schenke. Und auch eine Feuerwehr, damit alles glatt geht. Ach, schön. 433 in der Bilanz. Alles super. Und wir können immer noch an der Steuerschraube drehen, damit alles noch besser wird. Fischerei. Brauchen wir nochmal 2. Hört nochmal auf mit dem Entwickeln. Produktion kommt zum Erliegen. So. Brauche nämlich mal ganz kurz Holz für eine Fischerei. Und für noch eine Fischerei. Okay. Einmal so und einmal so. Hier rum und darum. Und Lirum, Larum, Löffelstiel, was ich will, das ist nicht viel, ich will bloß Kurfürst werden. So, go.
Entwickelt euch, werdet mehr. Mehret euch. Oh, und das werden viel mehr, keine Sorge. Das wird jetzt demnächst nochmal eine richtige Explosion an Leuten geben. Und deswegen sollten wir auch immer schön vorbereitet sein, was die Möglichkeiten angeht. So, hier unten ist noch alles gut, ne? Ja. Ihr freut euch, ihr lächelt mich an. Und wir müssten auch, ja, Glas haben wir schon produziert. Allah, gewährt mir eure Unterstützung. Ich versuche mein Bestes. Was willst du haben? Stellt keine Waren mehr her. Eskortieren Sie ein Schiff. Ich erflehe euren Beistand. Warte. Da, wusste doch, ich hatte hier ein Schiff. Werdet ihr mir zur Seite stehen? Ja, warte. Wir alle stehen tief in eurer Schuld. Gewährt mir die Ehre eurer Unterstützung. Zwei Kisten Treibgut. Warum wollt ihr denn immer alles zugleich machen? So, wo will der denn hin? Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Eurer Siedlung mangelt es an nichts. Fabelhaft. Ah, haltet sie auf! Sie wollen auf das arme Schiff gehen. Ein neues Eiland wurde. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. So, sehr schön. Der eine kommt schon mal nicht mehr hinterher. Der brennt, der fackelt ab. Ich bedauere sehr, dass dies so endet. Entschuldigung. Es war nicht meine Absicht. So, bergen Sie zwei Kisten Treibgut. Das kannst du machen, du bist gleich auf dem Ende. Und hier haben wir schon wieder neue Inseln entdeckt. Mit Sohlevorkommen, mit jeder Menge Flüsse und Anbaumöglichkeiten. Hier gibt es sogar Weintrauben. Wow. Okay. Und was bist du, der Klostermann? Sonst ist hier nichts weiter. Aber die Insel ist riesig. Die ist ja noch größer als meine. Obwohl meine auch schöne Ecken hat, wirklich. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin glücklich. Wir haben wieder 45 Holz. Juhu! Ihr seid auch alle euphorisch dabei. So viel Gewinn wie dieser Tage hat mein Geschäft schon lange nicht mehr abgeworfen. Na, ist doch wunderbar. Kann ich hier auch endlich mal einen Weg bauen. Warte mal. Wie habe ich das hier gemacht? Da war das... Der muss weg. Der muss weg. So. Und einen neuen Dorfplatz. Marktplatz, genau. Hierhin. So. Hier haben sich jetzt wahrscheinlich im ersten Moment alle aufgeregt. Aber das war mit purer Absicht, damit ich hier eine Linie durchziehen kann und weiß, wo bis wohin es noch weitergeht. Die Rufe venezianischer Gondolieri ertönen aus der Ferne. Die Was? Karten werden neu gemischt. Venezia. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben das Add-on Venedig installiert und dadurch hat sich natürlich Venezia hier ausgebreitet. Erzähl mal, was willst du denn von uns? Tretet doch näher. Du bist ebenso ein Händler und wir können bei dir einiges erreichen, aber was genau, weiß ich nicht. Bergen Sie Treibgut, das mache ich jetzt erstmal, bevor ich mich um den Rest kümmere. Wir Nehmt haben Treibgut Nummer 1. Und lasst uns in eure Stadt. Nein. So steht's also um eure Nächstenliebe. Personen meines Standes haben eben gehobene Ansprüche.